Bekomme ich als Witwe auch die Rentenerhöhung 2019? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Aktuell bekommen wir verstärkt Anfragen zu diesem Thema, ob ich als Witwe oder Witwer auch Anspruch habe auf die Rentenanpassung zum 1. Juli 2019. Sie wissen ja vielleicht Bescheid, dass die Rentenanpassung jetzt gerade aktuell im vollen Gange ist. Bis zum 24. Juli 2019 möchte die deutsche Rentenversicherung mit der ganzen Rentenanpassung durch sein. Also jeder gesetzliche Rentenempfänger soll dann sozusagen seinen Rentenanpassungsbescheid bekommen. Ja, Sie als Witwe oder Witwer haben Anspruch auch auf die Rentenanpassung, auf die Rentenerhöhung 2019. Und nicht nur das, sondern Sie haben auch Anspruch darauf, dass sich wegen den neuen Rentenwerten, wir haben ja jetzt für den Westen den Rentenwert von 33,05 € und für den Osten von 31,89 € für einen Rentenpunkt, haben Sie auch Anspruch auf die Erhöhung der Einkommensfreibeträge auf die hinterbliebenen Renten. Also das ist ganz klar. Deshalb generell ja, Sie haben Anspruch auf die Rentenanpassung. Es gibt Ausnahmen, die möchte ich nicht unerwähnt lassen, zum Beispiel die sogenannte Aussparung. Wenn Sie also rechtswidrigerweise, aus welchem Grund auch immer, eine zu hohe Witwen- oder Witwerrente bekommen, dann kann die deutsche Rentenversicherung Sie von der Rentenerhöhung 2019 oder den folgenden Rentenanpassungen aussparen, also herausnehmen. Und zwar sagt der Gesetzgeber, wenn der Rentenbescheid, der ursprünglich rechtswidrige Rentenbescheid, nicht mehr zurückgenommen werden kann, also Sie bekommen die höhere Rente weiter ausgezahlt, ja, man kann Ihnen das auch nicht wegnehmen, Sie müssen da auch keine Angst haben, dass Sie da irgendwas zurückzahlen müssen in dieser Fallkonstellation, dann sagt der Gesetzgeber, okay, dann darfst du, lieber Rentner, aber keine Rentenerhöhung bekommen, denn auf eine rechtswidrig zu hohe Rente sollst du nicht auch noch eine Rentenerhöhung bekommen. So, und dann bleiben sie so lange von der Rentenerhöhung ausgespart, bis sozusagen der Teil der unterbliebenen Rentenerhöhung den Teil der zu hohen Rente aus ihrer zu hohen Witwenrente wieder aufgefressen hat, sagen wir es mal so, oder kompensiert hat. Ja? Das wäre zum Beispiel so ein Grund, warum Sie keine Rentenanpassung bekommen können. Das sind aber Ausnahmefälle. Von den über 20 Millionen Rentnerinnen und Rentnern ist das wirklich ein ganz kleiner Prozentsatz, der da die Rentenanpassung nicht bekommt. Näheres zum Thema Rentenanpassung und Witwenrente oder Hinterbliebenenrente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.